die ersten Faszinationspunkte für das, was man als rechte Szene bezeichnet oder eben für rechtsextremes Gedankengut, kam bei mir schon in relativ früher Kindheit auf, eben für die Faszination des als pures Böses verklärten Nationalsozialismus. Und eine Situation, die mir da im Gedächtnis geblieben ist, war ein Moment, in dem ich im Radio, als ich bei meinem Onkel war, gehört hatte, dass eine Person so und so viel 100 oder 1000 D-Mark Strafe bezahlen musste dafür, dass er den Hitlergruß vollzogen hatte. Und mir war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar, was das bedeutet. Ich habe mir das dann von meinem Cousin erklären lassen und fand es eben faszinierend, warum man dafür bestraft wird, eine Handbewegung zu machen. Und als ich das dann sozusagen nachgeahmt habe, um zu schauen, ob da irgendwas passiert, ob da irgendetwas tatsächlich mit verbunden ist, ob ich mich dann anders fühle danach, wurde ich eben gleich zurechtgewiesen, dass ich das auf keinen Fall machen dürfe, auch nicht in der Öffentlichkeit. Und das ist sozusagen einer dieser frühkindlichen Faszinationspunkte gewesen, der so naiv oder unsinnig erscheint, eben so ein gewisses Interesse erstmal an diesem geschichtlichen Punkt geweckt hat. Und diese geschichtliche Faszination hat sich dann eben auch vor allem in der Schulzeit am Gymnasium dann dahingehend vertieft, dass ich mich begonnen habe, intensiver mit der Geschichte des Dritten Reiches auseinanderzusetzen und dabei nicht nur mit dem, was man in Schulbüchern liest, sondern eben auch mit Literatur aus der geschichtsrevisionistischen Ecke. Und dort habe ich mich eben vor allem interessiert für die Bombenanschläge auf Dresden und Magdeburg, wie ich sie damals zumindest empfunden habe. Und auch späterhin dann mit dem Holocaust. Und es ging dann so weit, dass ich mich zur Abiturzeit eben auch viel mit Literatur zur Holocaustleugnung beschäftigt habe und dergleichen. Also sozusagen eine Faszination für diese in dem Geschichtsunterricht stark ausgelassenen Punkte. Also ich meine hauptsächlich jetzt die Bombenanschläge oder das Zerbomben der Städte, was mich eben damals sehr aufgeregt hat, dass es das im Schulunterricht keinen Niederschlag fand. Und das ist sozusagen ein eher intellektueller Zugang gewesen, der die Faszination, die ich seit frühester Zeit habe, dann umgewandelt hat in eine gewisse Form von, ich beschäftige mich mit einer anderen Geschichtsschreibung, die, so habe ich das zumindest verstanden, nicht immer den Schuldbezug in die Richtung der bösen Deutschen und so weiter schiebt. Und das hat mich sozusagen auf eine gewisse Art und Weise gereizt, dass es immer dazu kam, dass man sagen musste, ja, das und das ist die Schuld der Deutschen und auch noch bis heute und solcher der Sachen. Also das hat mich sozusagen an einer gewissen Form von Moralvorstellung gepackt, wo ich gesagt habe, das empfinde ich als sehr ungerecht. Und es war dann auch so, dass ich in einer gewissen Art und Weise mein Gerechtigkeitsempfinden eben sehr stark dadurch geprägt hat, wie diese einerseits Geschichtszuschreibungen sich geben, andererseits eben wie die aktuelle Politik sich verhält, auch eben zu Gedanken von Nationalität und Familie und dergleichen. Und ich hatte es so wahrgenommen in meiner eigenen Kindheit, dass ich in einer Familie groß geworden bin, die nicht dem allgemeinen Familien- oder bürgerlichen Familienvorstellungen entsprechen. Das heißt, war eher so eine Art Broken Home, ohne Mutter groß geworden und dergleichen. Und es war auch ein weiteres Movens, dass ich eine Gesellschaft dann schaffen wollte, in der eine Familie wie diejenige, in der ich groß geworden bin, nicht nochmal möglich wäre. Das heißt, diese Vorstellungen, moralischen Vorstellungen, Vorstellungen von Gerechtigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Faszination für das Geschichtsbild und für Geschichtsvorstellungen, die mit dem Nationalsozialismus zusammenhängen, haben in gewisser Art und Weise erstmal mich in einer gewissen Art vorbestimmt oder prädisponiert, wenn man so möchte, eine gewisse Art von Faszination auf einer ideellen Ebene zu empfinden. Und das Ganze hat sich dann sozusagen umgeschlagen in eine Sympathie gegenüber den also rechtsextrem agierenden Personen,
als mich mein Vater dadurch politisieren wollte, dass er mich mitgenommen hat auf Montagsdemonstrationen auf den Eisenacher Marktplatz. Dort hat er mir dann das Heft von der MLPD sozusagen aufdrängen wollen, um mich in eine gewisse sozialistische Ecke zu sozialisieren. Und das hat mich dahingehend gar nicht gestört. Ich habe mich da durchaus für interessiert, aber fand viel, viel interessanter und eben auch wieder viel faszinierender das Verhalten der dort aufgetretenen Eisenacher Kameradschaft, die ständigen Anfeindungen von SPD, MLPD damals noch, PDS ausgesetzt waren und die darauf nicht etwa so reagiert haben, dass sie selbst mit dem Skandieren von Parolen in dem Sinne geantwortet hätten, sondern aus der Geschlossenheit der Gruppe heraus ist dann eben eine der Personen getreten und hat durchs Megafon gesprochen, etwa wir sind hier, um tatsächlich gegen Hartz IV uns auszusprechen und tatsächlich sozusagen etwas an den gesellschaftlichen Zuständen zu verändern und werden es deshalb nicht auf diese Anfeindungen, Schuldzuweisungen und Verunglimpfungen einlassen. Und das fand ich, hatte eine gewisse Form von, ja doch, von einer Selbsterhöhung im Sinne von, dass diese Person über diesen Anschuldigungen stand und sich nicht emotional darauf einlassen musste, was mich im ersten Moment wirklich sehr beeindruckte. Ich habe nicht nur vom Führerprinzip aus Sachen gesetzt, sondern auch noch darüber abstimmen lassen. Das heißt, ich habe Vorschläge gemacht, aber das war ganz egal, denn egal, ob ich es festgesetzt hatte oder ob ich abgestimmt hatte, man hat sich im Endeffekt nicht dran gehalten. Wenn ich hauptsächlich mit Personen zusammenarbeite, die teilweise tatsächlich auch auf Sonderschulen waren, weil sie sich keine Autorität unterordnen konnten. Wie konnte ich da erwarten, dass die Personen sozusagen bereit wären, sich für eine Sache, die größer als sie selbst ist, nämlich diese politischen Vorstellungen aufzuopfern?